letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Christian, wenn du nichts mehr hast, wäre es mir sehr recht, wenn wir jetzt zum Schluss kommen könnten. Nein, ich möchte noch eine Filmempfehlung machen. Ach ja, oh, Entschuldigung, ja, richtig. Das müssen wir jetzt noch machen, weil der Film ja dann irgendwann vielleicht nicht mehr kommt. Ja, richtig. Und es geht um den Film Das Brandneue Testament. Da war ich drin, ein Film, der wahrscheinlich sehr wenig gesehen wird, weil er doch ein bisschen, ja, es ist europäisches Kino auf der einen Seite und es ist bestimmter eigener Humor. Also in dem Film geht es darum, es ist eine Komödie und es fängt an mit Gott existiert und er lebt in Brüssel. Und es wird Brüssel ist der Kosmos, in dem dieser Film stattfindet. Okay, nicht ganz, aber hauptsächlich. Er lebt in einer kleinen Wohnung in Brüssel mit seiner Frau und seiner Tochter Ea. Und was macht dieser Gott die ganze Zeit? Nun, er sitzt vorm Computer und macht den Leuten das Leben schwer, indem er Regeln erfindet, wie zum Beispiel, dass das Butterbrot immer auf die Butterseite fällt und auch mit Kriegen und so weiter beschäftigt ist. Also der Film löst das Theodizee-Problem ganz einfach, indem er sagt, Gott ist ein Arschloch. Und er schlägt seine Tochter, er unterdrückt seine Frau, er lebt das auch richtig aus. Das ist ein wirklich Unsympath, der den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, nicht in den Leuten da hinterher zu spionieren, sondern ihnen auch wirklich das Leben zur Hölle zu machen. Aber verglichen mit dem Gott des Alten Testaments müsste er eigentlich noch relativ gut abschneiden, nehme ich an, ne? Ich finde, er ist der Gott des Alten Testaments. Ach so, nicht, weil früher, es wird auch so dargestellt, früher hat er eben noch Krieg gemacht und so weiter und heutzutage hat er herausgefunden, dass es viel besser ist, sozusagen den Menschen in seinen täglichen Kleinigkeiten zu ärgern. Ja, so. Wenn das Universum so zum aufgebaut Beispiel, dass ist. Skype zwischendurch abstürzt. Das Skype abstürzt, das war das, oder Murphys Gesetz, das kommt bestimmt direkt aus seinem Computer. Und er sitzt da den ganzen Tag, geht da rein, vergräbt sich dann in seinen Arbeitsraum und tippt dann rum, macht dann komische Regeln, die dann dafür sorgen, dass das Leben zur Hölle wird und inzwischen tyrannisiert dann auch seine Frau. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen bekommen hat in dem Film. Und seine Tochter Ea. Und die hatten einen Sohn, der hieß Jesus und der war schon mal da auf der Erde und hat versucht, das gerade zu biegen, aber dem hat Gott das anscheinend heimgezahlt und er hat 12 Apostel gesucht. Und in dem Film geht es darum, dass er eben den Menschen was Gutes tun möchte. Ne? Und vor allem möchte sie an ihrem Vater rächen, dafür, dass er sie geprügelt hat, offensichtlich mit dem Gürtel geschlagen. Und sie kommt also auf die Erde. Also es ist sehr lakonisch, das Ganze geschildert. Es ist jetzt nicht so episch. Sie kommt also auf die Erde, indem sie durch einen Geheimgang kriecht, der in der Waschmaschine anfängt und in einem Waschsalon endet. Aber ich denke, die wohnen in Brüssel. Wieso muss sie dann erst noch auf die Erde? Es gibt keine Tür in der Wohnung. Ja. Die Wohnung hat keine Tür und keine Fenster. Das hattest du vorher nicht gesagt. Ja, wahrscheinlich ist es normal in Brüssel. Keine Ahnung. Also es ist eine ziemlich klaustrophobische Situation, diese Familie, wo der Familientyrann, sie kriegt also durch diesen Geheimgang auf die Erde und sucht sich 6 Apostel. Die hat sie vorher zufällig aus der Karteikaste gezogen und genauso zufällig ist auch die Wahl. Es sind keine besonders guten Leute, auch nicht besonders schlechte Leute. Und bevor sie das macht, hat sie noch allen Menschen, die ihr Todesdatum zugesimst. Ja. Es gibt ja einen göttlichen Plan und da ist es klar, wer wann stirbt. Und das hat er jetzt, jeder kriegt eine SMS, du hast noch 2 Jahre, 15 Minuten zu leben und kriegt dann so einen Countdown runter. Und das ändert die Menschheit. Das heißt, was dafür hört zum Beispiel, dass die Kriege sofort enden, weil die Leute sowieso wissen, wann sie sterben. Und das hat überhaupt keinen Punkt. Ich meine, jeder sieht, wann er stirbt und viele machen einfach weiter, andere versuchen auch schnell Sachen zu machen in ihrem Leben. Fängt an, plötzlich von Gebäuden zu springen, weil er weiß, er lebt noch 27 Jahre und wird dann immer wundersamerweise gerettet. Ja, ich hatte den Trailer gesehen und er springt aus dem Fenster. Ich glaube, er fällt dann auf jemand anders drauf. Der ist dann tot. Dessen Uhr war gerade abgelaufen. Oder jemand anders versucht dann so wie in Final Destination so. Spoiler Alert! Ja, ich meine, das sind aber nur so kleine Nebengags, die dann stattfinden. Also insofern ist der Film sehr witzig in der Hinsicht. Und ich meine, die Haupthandlung sind dann halt eben diese 6 Apostel, die dann eben halt auch irgendwann interagieren. Und Gott macht sich dann auf den Weg, nachdem er das rausgefunden hat, was da vor sich geht. Und sie hat dann noch vorher den Computer lahmgelegt,
mit dem er quasi Gott eingreift in das Weltgeschehen, versucht er eben halt auch diesen Weg zu gehen, kommt auf die Erde runter, Gott wird als solcher nicht erkannt, erst als er sozusagen der ist auch in der Kirche und macht einen Pfarrer kap. Erzählt ein Pfarrer, warum er Pfarrer ist und was er für ein Loser ist. Und dass nicht Jesus der Sinn ist, sondern er, ne? Dass er die Nummer eins ist und nicht, der ist sein Sohn. Ne? Aber und vermutlich glaubt ihm der Pfarrer nicht. Der glaubt ihn nicht, aber dann, als er dem quasi erzählt, was er alles gemacht hat, um sein Leben so scheiße zu machen, wie es ist. Ach so. Glaubt ihn der Pfarrer. Ach so, dann ist die Theodizee doch zu was gut, dass Gott sich nachher identifizieren kann. Ja, ja, genau. Und dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Szene vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Pfarrer handgreiflich wird oder nicht. Das ist vielleicht noch ein kleiner Höhepunkt, den man sich dann anschauen kann. Ja, und das Ganze nimmt dann am Schluss noch eine überraschende Wendung, die ich nicht vorgreifen möchte. Und dieser Film, ja, abgesehen davon, dass in Amerika kein Erfolg sein wird, weil es gibt so Szenen wie in der Striptease-Bar, wo einer der Protagonisten ist oder wo im Supermarkt alle plötzlich nackt rumlaufen. Das ist kommt er in Singapur wahrscheinlich auch nicht. In Singapur auch nicht. Man kann sicher sein, das bleibt ein europäischer Gewalt Film. Gewalt wäre kein Problem, aber Nacktheit, Ja, Nacktheit geht, also Vollnackt, Frontal Nudity. Also es ja. Also Goodbye also, Lenin war auch erst ab 21 in Singapur. Der ist hier lange gelaufen, ja? Aber ich glaube, da ist irgendwo eine ganz kurze Szene, wo so Titten aufblitzen. Und zack. Und ich fand den Film ich meine, obwohl in dem Film jetzt mindestens vier Götter vorkommen, ne, also es wird da nicht unterschieden zwischen den vier Göttern, und habe ich als Atheist kein Problem damit gehabt, da reinzugehen. Ich fand den auch sehr amüsant. Du hast wahrscheinlich keine ontologische Verwirrung dabei gehabt. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das ist fiktional. Das ist ganz klar fiktional. Die Welt besteht nicht nur aus Brüssel. Und das kann ich dann schon unterscheiden. Aber was ich dann bei der Recherche hinterher herausgefunden habe, ist, und das hat mich jetzt wirklich dann überrascht, es gibt also eine Webseite, das brandneue Testament, der Film. Und auf dieser Webseite gibt es auch einen Link auf Schulmaterial, wo man dann das quasi dann einbauen kann. Und zwar Unterrichtsvorschläge für die Fächer Deutsch, also auf Deutsch natürlich das Ganze, weil das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung. Unterrichtsvorschläge für die Fächer Deutsch, Religion, Ethik, Philosophie, Sozialkunde, Musik und Kunst. Ja. Mit einem, und das kann man sich auch für Religion, weiß nicht, ob ich das jetzt überhört habe. Ja, auch für Religion. Religion war da, ja. Und da sind dann halt auch ein Interview mit dem Regisseur Jakob von Dormael, Entschuldigung für mein Belgisch, Dormael, zum Beispiel mit der Frage, Herr van Dormael, was hat Sie daran interessiert, einen Film über Gott zu machen? Und er dann, Gott und Religion sind eigentlich ein Vorwand, sie stehen im Film für autoritäre Strukturen in einer von Männern geprägten Gesellschaft und deren Regeln. Ihm ging es um die Rolle der Frauen. Sind die Frauen in dem Film also die besseren Götter? Also das, wenn man das durchliest, das Interview, sollte man eigentlich meinen, dass ziemlich schon blasphemisch ist. Mhm. Aber vielleicht merken es die Christen auch gar nicht mehr, was Blasphemie ist. Und dann sind da verschiedene Zitate und Rezensionen, die von Filmjournalisten, die mehr wie ja positiv oder negativ sind, und dann sind es Arbeitsblätter hinten dran, nach denen man durcharbeiten kann. Also ich glaube, das darf man jetzt aber auch nicht überbewerten. Ich erinnere mich, als mein Lieblings-James-Bond-Film rauskam, Tomorrow Never Dies, Der Morgen stirbt nie, da hatte ein Kumpel von mir, ich weiß nicht, wie er da rangekommen war, der hatte so eine CD, die war auch für Schüler. Also in dem Film, der Schurke ist so ein Medienmogul und der kreiert immer so falsche Nachrichten. Und dann wurde also dieser ganze Medienkram wurde jetzt als Computerspiel praktisch, also nicht als Spiel, also jetzt mit Schießen oder so, sondern du musstest dann Schlagzeilen kreieren, wenn ich mich richtig erinnere. Also das scheint tatsächlich so eine Marketingstrategie zu sein, dass Filme, wenn es irgendeinen Aufhänger gibt, noch versuchen, das in die Schulen reinzudrücken. Klar, macht ja auch Sinn, warum nicht? Ja, aber ich frage mich dann, dieser Film muss dann ja quasi im Unterricht laufen, ja? Die kaufen sich oder die Film. Gehen, ich nehme an, die gehen mit denen, also. Und dann ist die Szene, wo da eine von den Aposteln vor dieser Stripperin sitzt und die anstarrt. Oder die andere Szene, wo im Supermarkt alle nackt rumlaufen. Ab wann ist denn der Film? Ab wie vielen Jahren in Deutschland? Das habe ich jetzt, ich war alt genug, ich habe jetzt nicht nachgeschaut.
Ich könnte auch keinen meiner Familie überzeugen, mitzukommen. Ich bin ja vielleicht der schlechteste Mutti. Komischerweise in Star Wars waren alle dabei, aber das Brandneue Testament nicht so viele. Also ich hatte den Trailer, wie gesagt, auch gesehen und ja, es war so ganz witzig, aber eine ganze Stunde wollte ich es oder eineinhalb Stunden wollte ich es mir jetzt auch nicht antun, ehrlich gesagt. Vielleicht gucke ich ihn mir noch an, aber dann. Du musst ihn dir anschauen. Das ist jetzt Hausaufgabe, schauen dir an. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da rankomme. Der wird ja hier in Singapur nicht im Kino sein. Da muss ich warten, bis er bei iTunes also kommt. Also legal natürlich. Du musst natürlich legal schauen, ja. Ja, deswegen wollen wir darauf hinweisen, soll hier niemand Regisseure und Schauspieler von guten Filmen arm machen. Also ich kann den Film empfehlen. Es ist erst blasphemisch genug für unser Publikum. Definitiv. Ich habe selten so einen Film gesehen, wo Gott so schlecht wegkommt. Also, was hast du denn diesen es gab Gott doch jetzt Vater. So einen Film mit Noah, glaube ich, und hier Russell Crowe oder? Ja, kann sein, einer von denen, ja, was, ja. Ich glaube, da kam Gott auch nicht so gut weg. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe das nur irgendwie in so einer Rezension. Ja, aber er wurde nicht so personifiziert. Aber du hast den Film gesehen. Habe ich gesehen, ja. Ah ja, okay. Okay, also empfehle. Achso, dann gibt es noch einen anderen Film hier mit Harpe Kerpe, oder der ist nicht drin, aber hier, ich bin dann mal weg. Ich habe da auch nur einen Trailer gesehen, sah ganz lustig aus für mich. Also, vielleicht nicht so die Ketzer-Zielgruppe, ne? Aber wer sich für solche Filme interessiert, deutsche Filme oder europäische Filme, ich bin da mal weg, gibt's jetzt auch. Also in diesen Pilgerfilm möchte ich nicht reingehen. Das muss jemand anders sich aufhören. Also ich wandere, oder jetzt hier in Singapur kannst du ja nicht richtig wandern, aber ja. Früher auch gerne gewandert, von daher. Und die haben auch teilweise wirklich Pilger getroffen auf diesen Wanderungen. Ich war auch der Jakobs. Mit dem Gewehr? Genau, das war eine Eifel. Ach so, persönlich. Ich dachte, weil jetzt Militärseelsorge und dann hast du Pilger getroffen. Ach so. Nein, habe ich doch schon gesagt, ihr müsst noch mal Peng rufen, wir hätten noch gar keine Munition. Wenn du in deutschen Welt unterwegs bist, kannst du auch oftmals von einem Jäger getroffen werden. Das ist ja, genau. Nee, aber das waren also richtige Pilger. Allerdings, wir haben ja unsere Rucksäcke dabei gehabt, die Pilger. Die haben die Rucksäcke, glaube ich, alle mit dem Bus transportiert, sind nur zu Fuß gegangen. Habe ich mich noch gefreut, weil ich genau wusste, dass diese ganzen religiösen Menschen jetzt an so einem fiesen, verschlammten Hang, wo wir schon gewesen waren, alle hochlatschen müssten. Und habe mich insgeheim noch gefreut. Aber gut, so viel zur aktuellen Situation in den Kinos. Richtig, Star Wars kann man auch reingehen. Mhm. Obwohl es ist wahrscheinlich eher für Anhänger von der Jedi-Religion wichtig. Ja, also ich habe nach Episode 1 aufgehört, mir Star Wars-Filme anzusehen, muss ich sagen. Und dass er jetzt von Disney ist, hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es sich verbessert, aber er soll gut sein, habe ich gehört. Ich kann das bestätigen, ja. Also, wobei das jetzt nichts mit unserem Dings zu tun hat und ich natürlich auch nicht spoilern möchte. Gut. Dann nochmal der Versuch, schlauer Spruch. Ah, ich sehe einen Spruch passend zum Thema. Ja. Willst du ihn sagen, Christian? Ja, ich habe ihn übersetzt. Hm? Es geht ein Spruch über Deepak Chopra. Achso, warte, jetzt müssen wir vielleicht sagen, für den Fall, dass wir jetzt später die Segmente auseinanderschneiden und jetzt das Segment über Deepak Chopra nicht mehr hier ist, das ist so ein Motivationsguru oder so halb spiritueller Guru, der sich dadurch auszeichnet, dass er Bullshit von sich gibt. Hört euch einfach nochmal unser Segment zum Bullshit an. Und über den haben wir jetzt einen schlauen Spruch. Also er ist halt nicht von Deepak Chopra, sonst könnte er ja nicht schlau sein, sondern über ihn. Er nutzt all diese spirituellen Ausdrücke und klingt tiefsinnig, was oft reicht, um Menschen zu überreden, die den Wunsch haben, dass das übernatürlich real ist. Aber in Wirklichkeit ist oft das, was er sagt, nicht im Entferntesten kohärent und daher sehr schwer zu entlarven, weil es noch nicht einmal falsch ist. Anonymer Internetkommentator. Mhm. Ich überlege gerade, ob das Wort kohärent auch schon dazu beiträgt, Leute zu beeindrucken. Aber das macht es ja nicht falsch. Das Beeindruckende ist, macht es ja nicht falsch. Und außerdem haben wir jetzt Ketzer approved, dass das ein schlauer Spruch ist. Wenn er dumm wäre, käme er im Anruf. Ja, es ist ein schlauer Spruch, denn es in der Wissenschaft hat sich, dass etwas noch nicht einmal falsch ist, auch als Begriff aus der Physik etabliert. So wie gar nicht, das ist so nicht mal ignorieren. Nicht mal falsch. Mhm. Ja, ich meine, es gibt Aussagen, die sind wahr oder falsch, aber es gibt Aussagen, die sind quasi so in sich unsinnig,
Ach so. Dass man noch nicht mal über eine Wahrheits- oder Falschheitsgehalt diskutieren kann. Das hatten wir doch auch in dem Podcast vor 5 Jahren. So wie ein Spruch, ich lüge. Ne? Das kann man zwar sagen, aber der ist in sich nicht brauchbar. Ja. Hm? Wir wiederholen uns jetzt, ne? Ja, wir haben vor allem auch, ausgerechnet vor den 5 Jahren, haben wir den gleichen Spruch von Alexander von Humboldt nochmal schon gehabt, den wir in der Folge vorher gebracht haben, bevor ich diese alte Folge nochmal gebracht habe. Aber gut, das ist der Spruch halt doppelt schlau. Okay. Ja, aber für die Zukunft haben wir den Bullshit-Generator jetzt. Weil, wenn wir mal keinen Anruf, sollte die mal unwahrscheinlicherweise der Fall eintreten, dass wir keinen Anrufer haben, dann können wir uns da bedienen. Okay. Gut, ja, dann nochmal vielen Dank, Christian, dass du hier die Stelle gehalten hast. Es ist wie Weihnachten beim Bund, keiner da. Und ein paar müssen aber Wache machen. Genau. Das war die 45. Episode von Ketzer 2.0. Kommentare, Lob, Kritik und Höllendrohungen bitte wie immer an podcast@atheismus.de. Oder besucht unser Blog auf ketzerpodcast.wordpress.com. Und nochmal die Infos. Wir sind, wenn wir live ketzern, immer bei mixler.com zu hören. Und wir versuchen das dann auch vorher anzukündigen. Und dann gibt es unsere Podcasts immer Freitag um 10. Und ja, wie gesagt, unser Blog ist ketzerpodcast.wordpress.com. Da gibt es manchmal noch zusätzliche Infos. Also viele finden uns ja wohl über YouTube. So, das ist der Grund. Und da merke ich dann manchmal, die sehen nicht, was wir auf dem Blog noch zusätzlich gepostet haben. Also meistens posten wir nichts Zusätzliches. Aber für alle, die uns über YouTube kriegen, guckt gelegentlich noch mal bei unserem Blog. Oder wenn ihr ein YouTube-Video seht und habt da Fragen zu oder ist was unklar, guckt noch mal auf unserem Blog, ob wir da was zu geschrieben haben. So, das war's. Dann wünsche ich noch einen schönen Jahresausklang und einen guten Rutsch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.